Liebe werdende Eltern, mein Name ist Patricia Meckenstock. Ich bin hier im Florence-Nightingale-Krankenhaus leitende Hebamme und pflegerische Abteilungsleitung. Wie meine Kollegin so schön sagte, außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und daher haben wir uns entschlossen, Sie heute mit auf eine kleine virtuelle Kreißsaalführung zu nehmen. Die erste große Frage ist natürlich auch immer, wenn ich in die Klinik komme, wo kann ich denn eigentlich parken? Und meistens ist man ja ziemlich aufgeregt, als werdender Vater zum Beispiel. Und dann empfehlen wir Ihnen, dass Sie einmal vor der Notaufnahme halten. Vor der Notaufnahme, wie Sie hier sehen, haben wir Parkplätze. Allerdings können Sie da nur eine Stunde mit Ihrer Parkscheibe im Auto stehen bleiben. Von da aus ist es am idealsten, wenn Sie direkt dann in den Kreißsaal kommen. Und wenn es dann so ist, dass wirklich das Baby auf die Welt kommt, haben Sie die Möglichkeit, vor unserem Haupteingang, wie Sie da drüben sehen, sind Väterparkplätze. Wir haben davon 6 Stück. Da können Sie dann für 24 Stunden stehen bleiben. Sie bekommen von uns im Kreißsaal dafür ein Parkticket. Der Kreißsaal befindet sich in der 2. Etage direkt über der Notaufnahme. Sie können entweder den Aufzug nutzen oder das Treppenhaus und in die 2. Etage zu uns kommen. Das ist unsere Schwangerenambulanz, die von montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr durch eine von unseren Arzthelferinnen besetzt ist. Leider mussten wir unser Anmeldeprozedere aufgrund der aktuellen Umstände etwas verändern. Das Anmeldeprozedere wird jetzt so aussehen, dass Sie sich entweder telefonisch oder per E-Mail einmal bei uns melden. Sie bekommen dann von uns alle Unterlagen zugesendet. Unter anderem ist da dabei ein Anamnesebogen, den Sie bitte ausfüllen müssen. Der hat übrigens auch eine Rückseite, das sollte man nicht vergessen. Und alle anderen Befunde, den Mutterpass, das können Sie uns in Kopie gerne zusenden. Wir würden das dann bei uns im System einmal aufnehmen, das prüfen und gegebenenfalls melden wir uns bei Ihnen, falls noch irgendwelche Besonderheiten sind. Manchmal ist es doch notwendig, dass Sie einmal zu uns kommen, dass Sie bei uns vorbeikommen. Dann würden wir uns bei Ihnen auch melden und mit Ihnen einen Termin vereinbaren. Und mit Ihnen dann die Geburt besprechen. Wenn Sie Fragen haben oder Unsicherheiten, wir sind jederzeit per E-Mail oder per Telefon für Sie da. Sie können uns, wie gesagt, gerne die E-Mail schreiben und unsere ganzen E-Mail-Adressen finden Sie auf der Homepage. In manchen Situationen, wie zum Beispiel, wenn Sie mehr als ein Kind erwarten, Zwillinge, Drillinge, wir hatten auch hier schon 4 Jahre, oder das Baby in einer Steißlage liegt, das heißt mit dem Po unten in der Gebärmutter sitzt und nicht mit dem Köpfchen nach unten liegt. In diesen Situationen ist es wirklich wichtig, dass Sie sich einmal nochmal mit uns in Verbindung setzen, denn da müssten Sie in die Oberarzt-Sprechstunde gehen und da nehme ich Sie auch einmal mit hin. Wir sind jetzt hier im Büro von Herrn Dr. Meyer, einem unserer Oberärzte. Und Micha, ich wollte jetzt die Frage stellen, dass du so ein bisschen was über unsere Geburtshilfe hier erzählst. Denn die ist ja doch sehr speziell. Speziell und groß. Wir sind ja Nordrhein-Westfalens größte Geburtsklinik. Wir haben uns natürlich auf die Fahnen geschrieben, dass wir trotz unserer Größe eine sehr individuelle und vielseitige Geburtshilfe anbieten können. Einerseits natürlich dadurch, dass wir als Perinatalzentrum die Frühgeburten betreuen. Das fängt hier in der 23., 24. Woche an. Und natürlich auch solche Zustände, du hast es schon gesagt, da kommt eine Frau, die hat mehr als ein Kind im Bauch oder auch Beckenendlage. Viele haben ja große Angst, Hilfe, mein Kind hat sich nicht gedreht. Da kann ich alle Schwangeren beruhigen. Sowas interessiert uns tatsächlich erst 3 Wochen vor dem errechneten Termin und dann finden wir immer eine Lösung. Wir mögen es sehr gerne, die Frauen vaginal zu entbinden. Man kann eventuell auch eine äußere Wendung machen. Auch der Kaiserschnitt ist eine Option, über die man sich unterhalten kann und dann finden wir einen ganz maßgeschneiderten Weg. Bei Zwillingen, wir haben durchschnittlich 2-mal eine Zwillingsgeburt pro Woche. Wir freuen uns, wenn es auch auf vaginalem Wege geht. Da spricht erstmal gar nichts dagegen, aber auch das muss individuell besprochen werden. Zustand nach Kaiserschnitt, vielleicht war ein Kaiserschnitt in der Vorgeschichte, vielleicht auch 2. Das läuft sicherlich in sehr engem Rahmen ab. Also man kann jetzt nicht sagen, da ist immer eine vaginale Geburt möglich, aber das besprechen wir dann mit der schwangeren Frau, mit Ihnen
und überlegen, unter welchen Umständen das möglich ist, was man bedenken muss, was man darüber wissen muss. Du hast das jetzt nochmal erläutert, was wir hier an geburtshilflichen Sachen anbieten. Wie können die Frauen sich melden? Also im Prinzip melden die sich ja erstmal bei euch vorne am Tresen an und wir prüfen dann ja im Hintergrund, liegen da irgendwelche Risikofaktoren vor, sind das vielleicht Sachen, wo man ein Telefonat tätigen muss mit Risiko. Das geht heutzutage ja ganz schnell los, da hat man vielleicht eine harmlose Gerinnungsstörung. Das können wir gerade jetzt in den aktuellen Zeiten ganz gut durchs Telefon besprechen, wenn wir die Befunde vorliegen haben. Es gibt natürlich auch andere Sachen, wo dann jemand hier hinkommen muss, weil wir einen Ultraschall brauchen oder eine Untersuchung. Und dann ist der Weg der, dass wir uns mit den Frauen in Verbindung setzen, also quasi nach der Anmeldung zurückrufen oder eine E-Mail schreiben, dass ein Termin notwendig ist. Oder wenn die Frauen direkt bei uns anrufen, weil der niedergelassene Kollege die Frauen schickt, dann machen wir direkt am Telefon einen Termin aus. Vielen werdenden Eltern ist es natürlich auch wichtig, dass eine Kinderklinik an der Geburtsklinik angeschlossen ist. Ne? Ganz genau. Da sind wir sehr stolz, dass wir, seitdem hier der Umbau abgeschlossen ist, eine echte Wand-an-Wand-Lösung haben. Es ist tatsächlich eine Milchglastür zwischen dem Kreißsaal und der Neonatologie, also der Station für die Frühgeborenen. Und zusammen mit den Kinderärzten, die dort arbeiten, haben wir natürlich einen regen und sehr engen Austausch. Der Dr. Berghäuser, Chef der Kinderklinik, der empfiehlt auch den Frauen gerne schon während der Schwangerschaft, wenn es Ängste gibt, wenn sie eine Pränataldiagnostik hatten, wo irgendwelche Befunde, die sie vielleicht auch nicht komplett verstanden haben, die sie besprochen haben möchten, dann melden sie sich bei uns gerne mit der Kinderklinik zusammen, können wir dann einen Gesprächstermin finden. Wir können telefonieren. Sie finden alle unsere Kontaktdaten, unsere Telefonnummern und vor allem E-Mail-Adressen auf der Homepage. Schreiben Sie uns an, haben Sie bitte Verständnis dafür. Wir arbeiten auf Hochtouren. Wir können nicht mit allen gleichzeitig reden. Wir priorisieren ein wenig, aber wir werden uns bei Ihnen rechtzeitig melden, um Ihren Sorgen entgegenzukommen und die Sachen zu besprechen, die Ihnen auf dem Herzen liegen. So, jetzt gehen wir weiter zum Kreißsaal. Hallo, ich wollte einmal die Anmeldung zeigen. Die Tür öffnet sich und eine unserer Hebammen wird Ihnen entgegenkommen. Hallo, Victoria. Hallo. Schön, dich zu sehen. Es wird dann so sein, dass eine unserer Hebammen, in diesem Fall Frau Herrmann, Sie in Empfang nimmt. Und wir schauen dann, haben Sie Wehen, haben Sie einen Blasensprung und dementsprechend würde sich dann unser Prozedere einfach anschließen. So, Victoria, jetzt würde ich vorschlagen, dass wir uns einfach so ein bisschen unterhalten, wie die Geburt hier bei uns im Florence-Nightingale-Krankenhaus abläuft. Was passiert, wenn jetzt die Frau mit Wehen durch die Kreißsaaltür kommt? Also wir würden Sie, wie Sie es eben gesehen haben, in Empfang nehmen. Wir gehen einmal in die Vorwehenräume. Dort werden wir die Aufnahme durchführen, sprich wir schreiben einmal ein CTG, um zu schauen, wie es Ihrem Baby geht. Wir besprechen mit Ihnen, wie es Ihnen geht. Wir würden einmal vaginal untersuchen nach dem CTG, um zu schauen, wie der Muttermundsbefund ist. Würden einmal Blut abnehmen, würden je nachdem einmal von den Ärzten einen Ultraschall durchführen lassen. Und dann besprechen wir gemeinsam, wie es für Sie weitergeht. Ob Sie noch mal ein wenig spazieren gehen möchten hier bei uns im Haus, ob Sie zunächst sich auf der Station in Ihrem Zimmer einrichten möchten oder aber, ob wir mit Ihnen direkt in den Kreißsaal weitergehen und letztendlich da weiterschauen, was es für Optionen gibt. Jetzt kursiert ja auch immer so das Bild der Latenzphase. Also ich persönlich in meinen Kursen gehe auch sehr intensiv immer auf diese Latenzphase ein, weil ich das wichtig finde, dass die Frauen auch wissen, dass Geburt nicht unbedingt jetzt so 48 Stunden dauert. Kannst du uns da mal ein bisschen was dazu erzählen? Die Latenzphase ist letztlich die erste Phase der Geburt, wo der Körper ein bisschen schaut, was er für eine Wehentätigkeit benötigt. Das heißt, die Wehen sind meist sehr unregelmäßig, können große Pausen haben, können auch immer mal wieder
hintereinander kommen. Und letztendlich würden wir Ihnen empfehlen, dass Sie in der Zeit genau das machen, was Sie vom Gefühl her auch durchführen möchten. Also, dass Sie sich gerne ausruhen, dass Sie viel kuscheln, dass Sie sich Zeit und Ruhe gönnen, um letztendlich Ihren Körper einmal die Wehentätigkeit erarbeiten zu lassen. Das ist letztendlich die Phase, wenn Sie sich damit wohlfühlen, die Sie gerne zu Hause mit Ihrem Partner gemeinsam verbringen können, wo Sie schauen können, ob Ihnen eine warme Badewanne oder die Möglichkeit einer warmen Dusche gut tut, immer mal wieder noch Kleinigkeiten essen und trinken, dass Ihr Körper genügend Energie zur Verfügung hat und dann letztendlich zuwarten, dass der Körper die Wehentätigkeit intensiviert, dass die Wehen in einen gleichen Rhythmus kommen, eine gute Länge erhalten, so ungefähr um eine Minute rum, dass Sie merken, jede Wehe wird für mich so, dass ich sie veratmen muss und dann wissen Sie, dass Sie letztendlich langsam den Übertritt haben in eine Phase, wo der Muttermund sich öffnen wird, wo wir Sie sehr gerne bei uns im Krankenhaus empfangen. Ja, das war eine super gute Erklärung. Und jetzt ist die Frau vielleicht auch schon so ein bisschen weiter. Die Latenzphase ist in die sogenannte Eröffnungsphase übergegangen. Was würdest du dann vorschlagen, was machen wir dann mit den Frauen? Also letztlich ist es wieder ein Gespräch gemeinsam mit Ihnen, abhängig wie es Ihnen geht, weil für jede Frau andere Sachen in Frage kommen. Wir haben hier bei uns im Kreißsaal 2 Entspannungsbäder, wo Sie während der Phase der Wehentätigkeit zwischendurch sich einfach hineinlegen können, schauen können, ob es Ihnen gut tut. Und ansonsten haben wir 7 Kreißsäle. Die Kreißsäle sind alle so ausgestattet, dass Sie ganz viele Möglichkeiten vorfinden werden, sich letztendlich auszutoben sozusagen. Also wir haben Seile an der Wand hängen, in die Sie sich stemmen können. Es gibt Matten, wir haben Petsybälle, auf denen Sie sich sehr gerne bewegen können. Wichtig für uns, und das merken Sie in dem, was ich erzähle, ist, dass Sie sich bewegen, dass Sie Ihren Körper in der Wehentätigkeit unterstützen, dass Ihr Kind letztendlich sich auch richtig einstellt und sich gut auf den Weg machen kann. Da sind die Hebammen dann aber auch die Kollegin, genau, die Ihnen letztlich Ideen mitgeben, Ansporne mitgeben und Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten nennen, die Sie immer wieder sehr gerne ausprobieren dürfen. Genau, das sage ich auch immer, ne? Also weil das Baby muss sich ja in das Becken hineindrehen und das geht natürlich am allerbesten, wenn die Frau sich bewegt, wenn sie das Becken bewegt und dann natürlich am idealsten auch in der Aufrechten. Natürlich ist jetzt auch immer so die Frage, was gibt es hier an Möglichkeiten der Schmerzerleichterung? Kannst du da vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen? Wir haben ja bei uns ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man letztendlich Ihnen die Wehen angenehmer gestalten kann, sodass wir erst einmal ganz natürlich anfangen können. Sprich, wir haben Wärmeflaschen da. Es gibt die Möglichkeit der Massagen, letztendlich aber auch Bewegung und Atemtechniken. Wir haben ein sogenanntes Tänzgerät, was wir anbringen können. Und wenn Sie merken, dass Sie etwas mehr benötigen, um die Schmerzen ein wenig einzudämmen, gibt es unterschiedliche Medikationen, die wir anbieten können, die sich letztendlich immer abhängig der Geburtsphase gestalten. Im weiteren Verlauf wären das Möglichkeiten wie das Lachgas oder die PDA. Da ist bei uns die Besonderheit, dass es eine Walking PDA ist, eben mit der Idee, dass Sie trotz der PDA auch weiterhin in Bewegung bleiben können. Das denke ich auch mal, das ist so das Wichtige, ne? Also dass wir die PDA, wenn wir PDA geben, natürlich auch wirklich als reine Walking-PDA, dass die Frau trotzdem noch in der Bewegung bleiben kann. Das ist ja eine besondere Form der PDA. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was sagen, wie das funktioniert? Weil das ist ja bei uns ein bisschen anders mit dem Drücken, ne? Genau, bei uns ist die PDA so, dass Sie ein kleines Beutelchen, eine kleine Handtasche bekommen und da letztendlich ist an einem Gerät ein kleiner Knopf angebracht, damit Sie Ihre PDA selbst steuern können, eine eigene Dosierung damit quasi erreichen. Keine Sorge, Sie können nichts überdosieren, denn es ist eine automatische Sperre eingebaut. Genau. Und dann ist ja auch immer noch so die ganz große Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt für die PDA? Weil viele Frauen sagen ja auch, ach, meine Freundin hat gesagt, das war zu spät. Und aber das können wir ja gut entkräften. Ja, also. Letztendlich ein zu spät für eine PDA gibt es selten. Tendenziell sollte man schauen, dass die Geburt natürlich voranschreitet, dass wir eine gute Muttermundseröffnung haben, wo wir sagen gerne 4-5 cm, dass eben diese erste Geburtsphase abgeschlossen ist. Letztlich könnte man aber auch, wenn der Muttermund 10 cm eröffnet ist, sprich vollständig ist, auch dann immer noch eine PDA legen lassen, wenn es denn notwendig wäre. Die ja dann, das sagen wir den Frauen ja auch immer, eigentlich gar nichts mehr bringt. Da gibt es eine andere Möglichkeit, die ja bei uns in der Klinik auch nochmal durchgeführt wird. Das ist der Pudendusblock. Da wird in dem Beckenboden ein Lokalanästhetikum ja gegeben, so ähnlich von dem Medikament, wie der Zahnarzt das benutzt, was eigentlich für die Austrittsphase die deutlich bessere
Möglichkeit der Anästhesie oder der Schmerzerleichterung ist. Und dann kommt das Kind und ich habe immer so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es immer so, wenn ich schaue, wenn man so Filme schaut oder so, dann ist ja meistens die Geburt immer in Rückenlage und das ist ja so gar nicht das, was wir eigentlich empfehlen. Genau. Also da würden wir Sie wirklich motivieren, dass Sie unterschiedliche Gebärpositionen auch ausprobieren. Auch da wieder gemeinsam mit der Ihnen betreuenden Hebamme. Sprich, wir haben Gebärhocker, auf denen Sie sitzen können zur Geburt. Wir haben Kreißsaal 6 mit der Gebärwanne, sodass auch eine Wassergeburt bei uns möglich ist. Und ansonsten kann man auf der Matte, auf dem Boden, im Stehen, im Vielfüßlerstand, auf dem Boden, auf dem Bett die ganz unterschiedlichsten Positionen einnehmen. Und letztendlich die Positionen, wo Sie auch das Gefühl haben, dass Sie gut mitarbeiten können. Genau. Und wenn das Baby dann geboren ist, ist so unsere Idee nicht, dass wir mit unseren Latexhandschuhen Ihnen das Kind da auf die nackte Brust geben, sondern schön wäre es, wenn Sie selber in der Lage sind, sich das Kind wirklich auf die Brust zu nehmen. Und meistens ist es ja auch so, wenn man in einer aufrechten Position ist, geht das ja deutlich besser. Dann kann man viel besser das Kind auch aufnehmen, als wenn man jetzt in der Rückenlage ist. Da muss man immer erstmal so ein bisschen dem Kind hochhelfen, der Frau hochhelfen, nicht dem Kind. Und dann nimmt man sich das Baby auf die Brust. Und das ist so ein bisschen auch so das Thema, was uns hier begleitet als babyfreundliches Krankenhaus. Wir sind sehr darauf orientiert, sehr bindungsfreundlich auch zu arbeiten. Und dieser Haut-zu-Haut-Kontakt, das ist eigentlich das, was wir gerne von Anfang an eigentlich Ihnen mit auf den Weg geben wollen, dass Sie das Baby gut in den Hautkontakt bekommen können. Und da kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu erzählen, was wir da machen. Mein Lieblingshormon ist ja Oxytocin. Genau, das ist eigentlich genau, was du gesagt hast. Es wäre total schön, wenn Sie sich selber wirklich trauen, sich aufzurichten, Ihr Kind in dem Moment zu sich auf die Brust zu legen, dass Sie erst einmal wirklich kuscheln, das sogenannte Bonden können. Also, dass Ihr Kind bei Ihnen auf der Brust liegt. Wir werden ein paar Handtücher drüber legen, ein Mützchen aufziehen, da hat Ihr Kind es sehr, sehr schön warm und wir würden erstmal die Nabelschnur auspulsieren lassen. Letztendlich so, dass Ihr Kind den doppelten Boden hat, es fängt selber an zu atmen, kriegt aber noch die Unterstützung durch die Nabelschnur und erst dann, wenn die Nabelschnur auspulsiert ist, würden wir Sie oder Ihre Begleitung bitten, die Nabelschnur zu durchtrennen und damit Ihr Kind ins eigene Leben starten zu lassen. Genau. Und wenn die Nabelschnur durchtrennt ist, dann brauchen wir ja noch die Plazenta, die sich Arzt und Hebamme in der Regel gemeinschaftlich anschauen. Ja, und leider Gottes muss man dann meistens immer noch mal schauen, ob eine Geburtsverletzung entstanden ist. Ne? Wir sind hier eher eine Klinik, die guckt, dass wir den Dammschnitt nicht prospektiv durchführen. Aber ne, wir lassen ja dann eher das Gewebe ein bisschen nachgeben. Und das muss natürlich dann auch noch mal versorgt werden. Die ganze Zeit sollte das Baby eigentlich bei Ihnen auf der Brust liegen. Idealerweise, wir sprechen so von der goldenen Stunde, so wirklich eine Stunde das Baby bei Ihnen auf der Brust liegt, weil das ist ganz wichtig für die ganze Hormonproduktion. Oxytocin ist ein wichtiges Bindungshormon und das hilft natürlich auch, dass die Gebärmutter sich wieder ein bisschen zusammenzieht. Und nach dieser Stunde, und vielleicht hat das Baby auch schon mal in dieser Stunde seine Reflexe genommen und hat sich hoch zur Brust bewegt und hat auch vielleicht auch schon das erste Mal gestillt. Dann ist so der Zeitpunkt gekommen, dass wir wirklich mal einmal messen und wiegen. Und ja, wenn dann die Maße erhoben sind und wir dann den Babypass ausgefüllt haben mit Foto, mit Fußabdruck, mit dem Gewicht und der Länge, dann würden wir das Kind und die Mama in dieser Kombination quasi auf der Brust der Mama auch verlegen. So, jetzt stehen wir hier auf der Wochenbettstation mit der Anja Paschen. Das ist unsere Stillbeauftragte der Klinik und wir stehen ganz bewusst vor diesem Schild. Aber Anja, vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen. Ja, wir sind ein babyfreundliches Krankenhaus. Das hört sich jetzt so an, als wenn die anderen Kliniken nicht freundlich zu den Babys wären, aber babyfreundlich ist eine geschützte Bezeichnung, die WHO und UNICEF Kliniken verleiht, die sich besonders bindungsfreundlich verhalten. Bei uns ist es so, dass Mutter und Kind nicht getrennt werden. Auch auf der Station darf das Baby von Anfang an bei seiner Mutter bleiben. Und es gibt verschiedene andere Sachen, die auf jeden Fall auch sehr wichtig sind. Zum Beispiel ist das gesamte Personal, was mit Mutter und Kind arbeitet, alle Hebammen, alle Ärzte, alle Kinderkrankenschwestern, rund um das spezielle, besondere Thema Stillen geschult.
Stillberatung läuft bei uns auf dem Zimmer ab. Sie müssen nicht in ein Babyzimmer kommen, müssen sich da zum Stillen anleiten lassen. Wir kommen zu Ihnen und ein Zimmer zeige ich ja gleich später noch. Das heißt, wir haben ja hier ein 24-Stunden-Rooming-In. Und du hast das gerade so schön gesagt, das Baby darf bei der Mama bleiben. Ja, das ist uns ganz wichtig, weil so wird im Endeffekt die Bindung, die im Kreißsaal oder vorgeburtlich natürlich schon entstanden ist, im Kreißsaal gefördert wird durch das spezielle Bonding nach der Geburt, wird auf der Station fortgesetzt. Und das Kind hat einfach einen perfekten Start mit seiner Mutter zusammen. Was ganz gut unterstützend wirkt, sind die sogenannten Bonding-Tops, aber die hast du ja mitgebracht. Ja, ne? Da habe ich eins mitgebracht. Wir würden Ihnen das ganz, ganz dringend empfehlen, das vielleicht auch wirklich mit in den Kreißsaal schon zu bringen. Das kann man sich wunderbar anziehen und das Baby in den Hautkontakt hier hineinbringen. Und wir haben uns gerade auch unterhalten, in diesen besonderen Zeiten ist vielleicht ganz gut, wenn Sie so einen Top sich schon im Vorfeld besorgen und mit dem Baby im Bonding-Top auf die Wochenbettstation verlegt werden. Weil leider Gottes gibt es auch eine schlechte Nachricht. Ja, die Besuchszeiten sind ja sehr stark eingeschränkt. Das heißt, Besuch ist überhaupt nicht mehr in der Klinik möglich. Und wenn das Baby bei Ihnen auf der Brust liegt und natürlich kuscheln soll und Ihnen würden wirklich mal die Augen zufallen, sind Sie auf jeden Fall sicher, dass Ihr Baby auch rechts oder links nicht abstürzen kann. Sie haben die Hände frei zum Essen. Wir zeigen Ihnen, wie das Bonding-Top angelegt wird und wie Sie dann einfach noch mehr mit dem Kind kuscheln können. So, Anja, wir sind jetzt hier in einem Patientenzimmer, wie man so schön sagt, auf der Wochenbettstation. Wir sehen hier die Baby-Bay-Betten, die wir überall haben. Wir hatten ja auch vorhin schon so ein bisschen erzählt, dass die Kinder bei ihren Müttern bleiben dürfen, 24 Stunden lang, weil wir ja kein Kinderzimmer in diesem Sinne haben. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen was zum Stationsablauf erzählen. Ja, bei uns ist es so, dass eine Hebamme oder eine Kinderkrankenschwester eine gewisse Anzahl an Patientinnen und Babys betreut. Das hat für Sie den Vorteil, dass Sie in einer Schicht immer einen festen Ansprechpartner haben, der rund um Ihre Belange und die Belange des Kindes Bescheid weiß. Wie man hier sieht, haben wir diese Baby-Bay-Bettchen. Die Betten der Mütter kann man elektrisch in alle Positionen fahren. Ist natürlich sehr praktisch zum Stillen oder auch zum Fläschchenfüttern, wenn Sie halt nicht stillen möchten. Die Kollegen vom Frühdienst kommen zu Ihnen aufs Zimmer und machen einen Wochenbettbesuch, so ähnlich wie das hinterher auch die Hebamme bei Ihnen zu Hause machen wird, wenn Sie eine Hebammennachsorge hoffentlich haben. Wir schauen auf die Gebärmutterrückbildung, wir schauen auf die Brust, wir gucken, wie kommen Sie mit dem Kind zurecht, brauchen Sie Unterstützung beim Stillen, beim Wickeln, beim Anziehen. Nötige Blutabnahmen werden bei dem Baby gemacht und das passiert halt alles, wenn Sie nicht ambulant entbinden möchten. Genau, die ambulante Entbindung. Und wenn ich ehrlich bin, gerade in diesen Zeiten von Corona, jetzt nehme ich es doch in den Mund, das Wort, bieten wir hier an, dass Sie vielleicht sich einmal überlegen sollten, ob Sie nicht das Krankenhaus, so weit wie es geht, den Eintritt in das Krankenhaus, so weit wie es geht, vermeiden. Sie haben die Möglichkeit bei uns ambulant zu entbinden. Das heißt, Sie bleiben 4 bis 6 Stunden nach der Geburt im Kreißsaal. Wenn es Ihnen und Ihrem Baby gut geht, wird einmal ein Kinderarzt, ein Gynäkologe noch einmal auf Sie schauen und auf das Baby schauen. Wir schauen, ob alles gut ist, ob das Baby gut an die Brust geht, ob die Gebärmutter sich gut zurückgebildet hat, sodass Sie dann ganz entspannt nach Hause gehen können. Und viele haben ja dann oder viele Paare sagen, ja, wir würden ja ganz gerne schon die U2 mitnehmen, ne, die Erstuntersuchung vom Kinderarzt. Das bieten wir hier Ihnen in Anbetracht der momentanen Situation auch ambulant an. Sie können mit uns einen Termin vereinbaren und dann einmal in ein Gebäude, was nicht im Krankenhaus ist, sondern nur auf unserem Gelände ist, zurückkommen und können dann einmal die U2 vom Kinderarzt machen lassen. Und die Hebammen und Kinderkrankenschwestern kümmern sich dann natürlich um alles andere, wie den Stoffwechseltest, wie den Hörscreening, den Hörtest und machen eine Stillberatung. Und gucken auch einmal noch nach der Rückbildung und beantworten alle Fragen, die Sie so rund um das frühe Wochenbett vielleicht noch haben. Ganz ehrlich, das wäre eine gute Alternative in den heutigen Zeiten, dass Sie das einfach nutzen. Sprechen Sie uns einfach an. Da wir im Moment keine Stillinfo-Veranstaltung mehr anbieten können, biete ich Ihnen die Möglichkeit, dass wir eine Stillberatung per Online-Schaltung machen können.
Sie melden sich dazu einfach bei mir an. Die Möglichkeiten finden Sie auf der Homepage. Und ich möchte Sie auf das Thema Stillen einstimmen. Ich möchte Ihnen zeigen, was für verschiedene Stillpositionen gibt es. Woran erkennen Sie, ob Ihr Baby Hunger hat? Müssen Sie Ihr Kind wirklich wecken? Und das sind gerade Sachen, die vielleicht besonders wichtig sind, wenn Sie ambulant entbinden, damit Sie ein gutes Gefühl haben und Ihr Baby adäquat versorgen können. Wenn Sie einen Schwangerschaftsdiabetes haben oder eine Brust-OP oder vielleicht schlechte Stillerfahrungen beim ersten Kind, ist auch eine vorgeburtliche Stillberatung per Telefon oder auch per Online-Videoschaltung möglich, dass wir da direkt auch schon besprechen können, wie wird es beim zweiten Kind oder beim dritten Kind beim Stillen günstiger und besser für Sie werden. Aber wir hatten ja auch nach der Geburt ganz viel angeboten. Das Stillcafé, eine Stillambulanz. Was passiert denn jetzt? Was können die Frauen in Anspruch nehmen? Also wenn Sie Probleme haben, lassen wir Sie natürlich nicht alleine. Sie können sich einfach melden per Telefon oder auch per E-Mail. Und wir werden uns dann dem Problem annehmen und werden mit Sicherheit Abhilfe schaffen können. Ein besonderes Angebot haben wir hier noch in unserer Klinik, und zwar ist das das Angebot der Babylotsen. Aber das kann Frau Engelen, eine unserer Babylotsen, Ihnen wahrscheinlich am besten erklären. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Hallo Martina. Hallo. Martina, ich habe gerade erzählt, dass wir ein besonderes Programm hier haben, ja, im Florence Nightingale Krankenhaus, nämlich das Programm der Babylotsen. Und wer kann da besser was drüber erzählen, was das genau ist, als du? Ja, also wir sind hier im Haus drei Babylotsinnen, die jeweils Hebammen sind und noch eine besondere Zusatzausbildung haben, eine Trauerbegleitung, ich habe eine traumatherapeutische Ausbildung, und wir sind hier zuständig für Frauen, für Familien, die besondere Bedürfnisse haben. Das kann zum einen sein, dass eine Familie in der Schwangerschaft oder auch danach finanzielle Probleme hat. Es kann sein, dass die eine schwierige Diagnose in Bezug auf das Kind bekommen haben. Es kann sein, dass eine Schwangere hier anruft und sagt, ich habe eine traumatische Vorerfahrung, sei es bei einer schon erfolgten Geburt, sei es aus einem ganz anderen Themenfeld. Und was kann ich tun? Ich mache mir große Sorgen. Und dann würden wir normalerweise, so wie wir zwei jetzt hier sitzen, auch hier gemeinsam sitzen, würden uns unterhalten. Und die Babylotsen haben die Funktion, zum einen zu schauen, was brauchen die Familien, also die Bedürfnisse zu ermitteln. Mhm. Und zum anderen auch weiterzuleiten. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit mit der psychiatrischen Institutsambulanz, wir können auf deren Kalender zugreifen, beziehungsweise in diesen besonderen Zeiten würden wir dann da auch wieder schauen, was gibt es für Möglichkeiten, erstmal ohne Besuch. Wir haben am Freitag hier die Möglichkeit eingerichtet, uns per Video zu unterhalten. Ah, das ist eine gute Möglichkeit, ne? Gerade in diesen Zeiten. Ja, weil wir halt nur noch medizinisch wirklich dringend notwendige direkte Kontakte haben können. Deswegen, wenn Sie die Babylotsen brauchen, rufen Sie an, schicken Sie ein E-Mail und dann verabreden wir uns und können schauen, was gibt es für Möglichkeiten. Und das kann ich schon in der Schwangerschaft tun? Uns ist sehr recht, wenn Sie sich möglichst früh in der Schwangerschaft melden, weil das Prinzip heißt Prävention, etwas tun, bevor es überhaupt zum Problem wird. Aber manchmal ergibt sich auch erst nach der Geburt irgendeine besondere Situation. Und wenn Sie unsicher sind, wenn Sie Probleme haben, wenn Sie denken, wir können irgendwas tun, melden Sie sich. Also das heißt, wenn ich in der Schwangerschaft auch als Hebamme eine Frau begleite, schon in der Schwangerschaft, und feststelle, naja, die bräuchte vielleicht das ein oder andere an Hilfe, dann kann ich mich auch als Hebamme an dich wenden? Genau. Letzte Woche gerade hat eine Kollegin angerufen, die betreut eine Schwangere mit einer psychiatrischen Diagnose. Und diese Frau war über lange Abschnitte ihres Lebens sehr depressiv und die machte sich jetzt einfach Sorgen wegen einer Wochenbettdepression. Und das haben wir miteinander besprochen und die weiß jetzt, wenn etwas sein sollte, gibt es hier eine ganze Reihe an Fachleuten, wo wir dann auch weitervermitteln können. Ist eigentlich ein super Programm. Ja.